Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Magna Carta 2. Ich möchte mich hier erst einmal für die vorangegangenen Parts entschuldigen, da die ja doch etwas heftiger synchron waren. Ja, ja. Was ist in den letzten Parts so mehr oder weniger passiert? Ich hab's komplett vergessen. Es ist, ja, es ist länger her, dass ich das gespielt habe. Und ja, machen wir einfach weiter. Ich glaube, wir sind einfach in der letzten Folge einfach nur hier angekommen. Das war ich eigentlich auch schon großteils. Wir möchten jetzt erstmal da vorne diese komische Bestie abschlagen. Letzte Stabbeschwanderung passt. Loaded the Speer! Oh, Chainbreak. So wie es geplant war. Habt ihr etwas anderes gedacht, als dass ich keinen Chainbreak plane hier? Als ob ich nicht vergessen hätte, was das ist. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ach ja, ich wollte da runter zu dieser komischen Ball. Wollte ich da runter? Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich war ja vergessen, wo ich hin wollte. Ich will jetzt einfach nur ein paar sinnlose Monster abschlachten eigentlich. Und die Gegner dabei ein wenig erkunden. Bam! Ja. Ja, ja. Crucell ist eigentlich nicht mein Lieblingscharakter, aber ich spiele ihn ja doch mal ganz gerne. Ich werde euch sowieso aller spätestens zum Ende des FDs alle Charaktere noch einmal vorführen. Denn es gibt später so die ein oder andere schöne Fähigkeit, die noch erhalten werden und sie haben Post. Und die möchte ich euch dann doch nicht vorenthalten wollen, ne? Hatte ich mich auch noch eine Quest? Ja gut, okay, ich würde sagen. Ach doch, da hinten war es. Genau, da war die Quest. Genau. Ich würde sagen, nachdem ich gewonnen habe, knöpfen wir uns noch diese Monster an und gehen dann langsam runter zu der Quest, wenn sie denn wirklich was gibt. Ja, Crucell läuft etwas eigenartig, wenn er seine Waffen gezückt hat. Ah, die Verbrennung schadet. Wäre noch nicht mal gespielt. Bam. Wartet auf. So. Oh, da unten haben wir drei Quests. Seht auf die Karte. Drei Quests. TF. Werwölfe. Da wo ich die. Arsch mich nicht. Yes. Big man, huh? Even so, you've no skill with your power. Man kommt zu, du warst gerade nicht viel besser dran. Oh, Wasser. Ja, ich werde eigentlich so ziemlich jedes Monster abschlachten, das mir hier so in den Weg kommt, weil, naja. Man muss in dem Spiel nicht groß leveln oder grinden oder so, aber das ist doch schon ganz hilfreich, wenn man das macht. Weil, ja, so behält man sein Level aufrecht. So behält man das Level aufrecht und, naja, es hilft einem ziemlich. Und da unten haben wir drei Quests und ich weiß genau, eine von diesen Quests da unten konnte ich nie erfüllen. Das war eigentlich die einzige Quest, die ich bewusst nie mitgenommen habe, weil ich einfach echt keine Ahnung hatte, wie ich sie auszuführen hatte. Als ich dann, ja, Süßsoldat, Lust auf Monsterjagd, der Schlüssel zur Jagd, die Beute der Schwachsteller analysieren und ihren stärksten Angriffspunkt unterbinden. Anwender sollten sich erst einmal an den Pack versuchen, um ein Gefühl für die Jagd zu entwickeln. Packs sind enorm geschickt, wenn es um Ausweichen geht. Es ist einfach, sie zurechtzutreffen. Mit einem der Windtechnikern kann man Packs Schwindel zufügen und so ihre Ausweichgeschick reduzieren. Ist dies passiert, sollte man sich zusammentun und gemeinsam angreifen. Töte drei der Packs in der Gegend, sobald du den Bogen raus hast. Packs sind diese Viecher. Erster steht aber vorn.
Schließt euch zusammen und greift gemeinsam an, sobald ihr dem Monster Schwäche hinzugefügt habt. Also verstanden? Nicht vergessen. Jetzt sind wir nur voll auf den Sack gehen. Nein, sicher hat jemand von dem Wagen schon die Nase frei. Ich habe Dutzende Hilfegesuche geschickt. Was? Seid mich aber nicht wegen der ganzen Landung. Ist mir egal. Ob ihr Söldner seid, wie auch immer, die Werfer-Sache läuft hier völlig aus dem Ruder. Man hat mir einen Freund entführt. Und dann haben sie ihn versteckt in den Westen gebracht. Bitte befreit meinen vierten Freund. Werwolf Waffen. Meine enormen Hunger. Was hat das? Soll ich sie jetzt erst zerstören? Wenn dir ein Konter gewinnt, kannst du ihre Waffen zerstören. Jo. Ganz wichtig. Tut mir leid, ich weiß nur ungefähr, ich stehe sich irgendwo im Westen. Ich will dich schnell auch schnell aus. Bla. Damit hätten wir Quest 2. Du hast auch noch eine. Nur wenn das mal nicht Pyromancer Cross-Cell von den Counter-Sangen erhalten ist. Genau das Richtige, ich brauche deine Kraft. Unser Abbau hier ist in Stocken geraten. Für die Reinigungsdienste Betrieb brauchen wir Feuer am Kern. Wir haben mit euch ein Kooperationsabkommen, sodass ihr der Gilde hier nur wieder aushelft. Es ist egal, wo genau. Könntest du in einer bestimmten Gegend 6 Karten generieren? Ja. Das war die einzige Quest, die ich wirklich nie gepackt habe. Na, ja, weiß ich schon. Und dies hat mich immer gewohnt. Neben der oberen Mini gibt es noch einfacher, wie Rankamon zu kommen. Du weißt, dass Monster Lebensformen sind, die Kamon im Körper speichern, oder? Die Technik, mit der man dieses Kamon aus Monsterkörpern gewinnt, nennt man Seele den Fluch. Ich habe gehört, dass diese Technik sicher nur anwenden lässt, wenn ich Monster kurz davor zu sterben. Außerdem ist es ja heutzutage eigentlich nicht allzu hoch, sodass es nicht immer funktioniert. Man sagt nur, dass Handvoll verrottet die Technik werden. Ja, auch du solltest es mal mit dem Monster in der Gegend ausprobieren. Führerweise, blablabla, ja, es muss irgendwie diesen Scheiß machen und ich will jetzt noch die Kiste aufmachen. Dung! Resistance Lines! So, ja. Seelenentzug beherrscht übrigens unsere gute Seffi als Spezialfähigkeit. Ist eigentlich recht hilfreich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. War recht hilfreich, ja. Ja, meine Fresse, ey, wie... Oder haben wir schon mal die Hälfte zusammen getan? Ja, gut. Es fährt Schwindel in das. I'll help. Yeah, Level 9. Sometimes your face really pisses me off. Oh, komm, nö, ich brauche nur noch ein verficktes Kahn. Kann ich hier pullen? Komm mal her, komm. Komm her. Ja! Overdrive! Ah, was? Ich bin verwirrt. Hallo? Stufe 9! Yo. Damit hätten wir eine der Kasse. Oh Gott, ich will mich das auf den Sack geht, dieses scheiß Ding. Nein. Oh Gott. Nett mich kennenzulernen. Jedermann! Wie geht es ihr? Ja, sie Igdon. Leute, ihr habt nämlich diesen Brief keinen Finger festgesetzt. Sondern die lesen können. Begleite mich, während ich ihn langsam genauer anschaue. Was hast du denn über Kamons? Heute lernen wir mal etwas über Kamons. Sie sehen zwar aus wie Sterne, aber Vorsicht. Sie besitzen alles mögliche Kräfte. In allen Monstern im Feld befinden sich Kamons. Deshalb sind sie so stark geworden. Kamons können im Schmuck eingearbeitet werden oder sogar Waffen upgraden. Achte darauf, sie richtig einzusetzen. Weißt du schon, was Punks sind? Punks sind extrem beweglich, da ist es schwierig, sie anzugreifen. Aber wenn du einen Windangriff startest und bei ihnen Schwindel erzeugt, sind sie einfach zu überwältigen. Vielleicht begegnest du ihnen erst später, aber es gibt doch weitere Pong-Arten, die
Pomboges und Pangs genannt werden. Jedes ist dann fähig für einen bestimmten Status. Denkt daran, das Pong mit einem Status anzugreifen. Das war übrigens Crusher. Meine Individualtechnik ist Seelenzug. Seelenzug ist ein Universum, das Karma, das ist den Körper eines Monsters drin herauszusaugen. Dieses Karma vorkommt, wenn der Monster im Sterben liegt. Natürlich geht es nur, wenn ich in der Anführer bin. Mach mich zum Anführer, wenn du dieses Ding benutzt. Aber wenn das Monster tot ist, muss ich nicht mehr. Du bist hier nicht willkommen, Captain. Crusher, ich akzeptiere zumindest das eine oder andere. Ein schlachtes Karma für Schwächen wie dich. Mach die Prüfungsstätte nicht für dich, wenn du gerade war. Ich sehe ihn sich nicht so weit gegangen, weil du nur merken wirst. Das ist falsch, was sie erkennt. Juju. Ich bin damit, weil wir die Stunden verloren haben und sehr viel sich dafür verantwortlich. Aber lass dich nicht entmutigen. Du sollst auch wieder wieder mit dem gleich wie du. Wir haben alle Leben. Wir ja, alle Leben für uns eigentlich. Bleib zuversichtlich, die Zeit hat alle Wunden, sogar die Wunden in deiner Welt. Da. Oh Gott, ich hasse diese Dinge zu lesen. Ja, ich bin aber auch nicht krank. Jetzt muss ich wissen. Natürlich will ich euch jetzt noch den Seelenzug zeigen und erstmal werde ich das machen. Die Kiste noch einsammeln, genau. Wie ist viel Windkran? Schatzkiste! Ausdauerlevel. Das war gut oder so. So. Oh Gott, ich kann es auch. Oh Gott. I can defeat him with my power. Ah, sehe ich anders. Ja. It's gonna take a bit longer. Princess, don't push yourself. Leave it to my sword. You will scorch me if anything happens to you. Ah, jetzt habe ich mich vergiftet. Geil. Irgendwie habe ich vergessen, wie das mit der Heilung funktioniert. Dammit. Let's go. Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie dafür. Quest 1 und 2 haben wir erfüllt. Mir fehlt nur noch die Quest mit den komischen. Oh fuck, mir geht das Gift gerade auf den Kranz. Nein! Oh Gott, ich bin so dumm, davon ist doch ein Heil sein. Ja. Da wirst du sterben, komm her, klar, Bestie. Kannst du mich mal hier hinsetzen? Princess, you can rely on me a little. A giant. Whoa. Jetzt macht mein Laptop wieder krach. Genial. Liebe. Oh oh. Abstand, Abstand. Abstand, Abstand. Oh no. Wo ist der Bettnässer? Egal. Ey, im Ernst? My flame will work well here. Ich bin so schlecht geworden in diesem Spiel. Oh Gott. Ich weiß nicht mal, wenn die damit heilt, verdammt. Oh Gott, speichern.
mir gerade so schlecht. Sterbe schlecht. Ach, du bist ja wieder. So gut, so unglaublich gut. Na komm los. Wir kümmern uns. Ich weiß, es ist hier nicht gerade das Spannendste, aber. Ja, das war. Oh. Oh. Ich stelle gerade fest, ich habe die ganze Zeit den falschen Skill verwendet. Dann ist kein Wunder, dass ich Josh nicht heilen kann. Ja, genau so sollte das immer aussehen. Genau so hatte das eigentlich immer auszusehen. Ja, okay. Ich will jetzt mal was machen, und zwar, wo ist die KI? Hab ich ja schon geeignet. Böse Teilzauber, ja doch. Also. Hat sie vollgebracht. Naja gut, machen wir weiter. Ich freue mich so, dass es wieder synchron wird. Ich glaube, ich rippe heute mal einen richtig schönen langen Part nur für euch raus. Und Sequenzen. Natürlich Sequenzen. You know, no one's ever glad to see us. In der Tat. Be careful, Juto. Werewolves are extremely vicious. Mhm. That much is obvious, I'd say. Danke, Captain Obvious. Ja, weiter, danke. Mann, sind das scheiß Werwölfe. Bam! Netter Angriff. Flashback Time! Wow, that's our princess. I haven't seen her in action for a long time. Yeah. Zephy, are you injured? Nein. I'm fine. I got a little careless there. Sorry, ich bin gerade etwas abgelenkt. What just happened? Keine Ahnung. Heilwelle. Zephy's signature technique. Huh? The hero Strauss's blood flows in the veins of the Berlinette royal family. They say that Strauss was a gifted wizard who was born to a human and a Carta. Uh-huh. That's why there are the occasional throwbacks born into the royal family. You know, people born with special abilities, like the ones Lord Strauss exhibited. Uh-huh. Not done. I myself possess the ability that you saw me use just now. But for some unknown reason, I still can't fully control it. Du wirst es auch nie können. I have the ability to initiate extremely powerful wizardry, but just not all the time. Haha, dumm gelaufen. Even so, if it weren't for that power, I doubt that we would have been able to defeat Elgar that one time. Dumm gelaufen. You defeated Elgar? You, Princess? Just the one time, but... I'm afraid Elgar is still alive, even though I mortally wounded him when we fought. Wie soll ich das sagen? Also sie hat recht, er lebt noch, aber nicht so, wie das gesagt ist. Also er lebt noch. Das kann ich spoilern. Back then, if I had only defeated him once and for all. Unmöglich, ihn ein für alle Mal zu vernichten. Grund, viel später im Spiel wird erklärt. I'll be the one to defeat Elgar. That's the reason I joined the Southern Forces. Nein, du wirst ihn nicht klatschen. Oh, don't make me throw those words back in your face someday. The way I hear it, you defeated the Guardian. But judging from today's fight, you don't look that tough to me. Did that really happen? Crossell, will you please stop trying to provoke him? Ach komm, das ist doch lustig. Yes, ma'am. You have such a soft spot for this guy, Princess. Genau.
Grossel, your personality is the issue here. Also, ja. I give credit where it's due, if they deserve it. Aha, so wie dazu. Excuse me? Nö. Leave it at that. All right now, the werewolf leader should be up ahead. Yeah. Ladebildschirm. Zieht er schon mal die Augen rein, diesen Lade. WTF! Und natürlich kriege ich jetzt Post. Also müsste eigentlich hier meine Quest sein. Genau. Wichtiger Moment, was macht man? Natürlich erstmal SMS checken. Es gibt Momente, in denen du den Feind umziehen bist und von den Angriffen nicht ausweichen kannst. Und wenn das passiert, kannst du dich mit einem Skill befreien. Meine göttliche Welle oder Akkus Spiralhammer verjagen umziehen und Feinde. Lass die andere in einem Schockstand zu setzen, die haben den Bodenzahn und Feinden auch mit der Festhilfe probieren. Ja, das geht einfach in der Kombination aus. Danke, weiß ich auch. Unwichtig. Na komm mal her, wir werfen tief und BAM! BAM! Fuck! Na war die Waffe mal. Still okay. Kriegst du mal bitte? Big man, huh? I'll support you. Stand against them together! Power. You can't not value life. It's natural that we help each other. I will back you up. Ah, ne, ich will sehr gerne. Der hat ein Item gedroppt. Doch, der wäre eigentlich nur doch ganz praktisch. Quam! Werwolf, die stirbt! Halt mal Abstand hier. Dann hau zu, Weicher. Chainbreak! Wieder ein Level 1. Was war das denn? Down. Gehen Sie baden. Jo, da hinten haben wir noch einen. Dann hauen wir mal weiter zu. Bam. Hast du schon mal was? Geht's natürlich nicht. Die lernen später noch so viel cooleres Skills als das hier. Let's go. Having to admit me means that your luck is run out. Hey! Leave it to me! Das schaff ich nicht. Dann hören wir uns bitte erstmal das Item einsetzen. Noch einer. Boah, Alter, die droppen das gerade. Wie blöd. Das gefällt mir. Komm her. Ja, aber ich die. Komm her. Da. Block. Eigentlich ist es doch konterbar. Level 9. Curcell, I get your enthusiasm, but you should rest too. Ach so, ich war auch noch im Oben. Ja, mach mal hier drüben weiter, wa? Komm mal ganz nach raus, Schilfer. Ja, komm mal her. Wir nehmen das ganze verdammte Lager auseinander. Aren't you stubborn? Bist du dumm oder was? You should give up. Excuse me. Did you call for me, Your Highness? Juto, leave the rest to me. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Don't hold a grudge against me. I'll help. Although sometimes your face really pisses me off. Ja, komm. Everything down. Du kannst eh gratis machen, warum rennst du denn wieder drauf? Nicely done! Alright! Big miss everything to me! Bam, bam! Time to face defeat! That turned out cool! Chain break!
Jetzt zeige ich euch mal Argo. Ach nö, der trägt einen Hammer. Der hat so viele coole Sachen drauf. Der trägt einen Hammer. Und kann mächtig damit machen. Ahaha! Aua! Ich dachte, ach so. Der kann bloß keine Skills verwenden, der Penner. Weg. Okay, damit hätten wir den. Dann bleiben wir eigentlich nur noch die beiden. Und der da oben sieht irgendwie gehörnter aus. Die anderen. Also. Knöpfen wir uns den mal vor, dann. Ich möchte nicht ganz zwangsläufig den Bogen mit anfangen. So, jetzt. Werwolf. Boss! Da komm her, du Weichei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und da macht er einen Skill-Scheiß. Es sollte übrigens nicht verwunderlich sein, wenn irgendwann mal der Argus Tank wird. Und Gott, kann der viel tanken bald. Argo, please don't push yourself. Eins, drei und Himmelshammer. Don't you think my skills are pretty useful? Nein, nicht wirklich. Mach nicht. Aber du wirst noch besser. Denn ich muss ehrlich sagen, ich hasse den einhändigen Schwertzauber. Aber er wird bald von zwei Handwaffen kommen. Von daher wird es eh egal sein. Can you avoid my attack? Nein, kann der nicht. Und der ist ja wirklich schlecht. Bam! Und da war er down. Knie nieder. Und nun. Okay. Achievement freischalten, warum nicht? Item-Rezeptur. Was ist das? Eine Item-Rezeptur. Stand da gerade da. Ah, kann sich lesen. Plunder. That the werewolves stole from the southern forces. Mm-hmm. Damn. I can't believe it's this bad. This? It appears that the werewolves have been working with the northern forces for quite some time. Hmm. This is... I don't believe it! What? Princess, what's the matter? Kommt diese dünnliche Musik her? Hmm. Kommt diese Musik her, im Ernst? This is Kaito's armor. I can't believe I'm finding it in a place like this. Ooh, Kaito's. Kaito? Wäre cool, wenn ich endlich meine anständige Rüstung kriegen würde. Wäre echt praktisch. A mercenary we could always rely on. He put his life on the line for Lanzheim, fighting on the front lines. Yeah. Well, I strongly doubt that he was killed by Sion Regro. Huh? How did he die then? Naja, einfach tot umgefallen irgendwann auf Schlachtfeld. Er war alt. I'd always heard that Kaito acted as a decoy to allow his men to escape and fought to his last breath. No matter how brave he was no match for their numbers. Mhm. Heul rum. Zephy, Kaito's death is regrettable, but if not for his sacrifice, many more would have died that day. Und im Endeffekt war jeder einzelne von dem wie viel mehr wert als er? Spinnen wir die Story doch mal weiter. Wären die draufgegangen, hätten sie einen Kämpfer, der wesentlich mehr auf dem Kasten hätten als 20 andere. I know. There was no other choice. Ach was. Juto, this is our reality. On the battlefield, death is always right by our side.
Ja, toll, danke, weiß ich. But you mustn't die. You have to live. Ja, später vielleicht. Yeah. Will you take Kaito's armor? Oh ja, bitte. Huh? Kaito was a warrior who bravely faced even sentinels. Toll. He is no longer with us, but I'd like his torch to be passed on to you. That is, if you are ready to receive it. Nein. I understand. Blitz umziehen! It looks pretty good on you. Danke. It does, I guess. I'm sure Kaito is very happy right now. Naja. Ooh. Use this sword too. It's a fine blade. Cool. Mach ein Double Wield. Mach doch Dual Wielding. Wäre doch cool. Kaitos Schwert erhalten. We've finished exterminating the werewolves. Let's head back to Abazet. Jo. Our mission is complete. Hmm. Well, I guess we could take it easy here for a while longer. It doesn't look like the princess is quite ready yet. Hmm. Today has been difficult for her. Every piece of plunder represents a dead soldier. Hmm. Being a princess who leads a Southern Forces unit is probably pretty tough. Hmm. Well, in that case, she shouldn't have started this war in the first place. I mean, she's fighting to retake her throne, right? What are you talking about? It was that bastard Xuanzike that started it. Yep. He assassinated the previous queen and then sent sentinels after anyone who spoke out against him. Hmm. If the Southern Forces hadn't been on Highwind Island, it would have fallen victim to the sentinels long ago. Oh, come on. The Southern Forces were useless. Face it. In the end, they abandoned Highwind Island. Are you saying that was the princess's fault? Yeah. Listen, pal, it's because of the princess that you're alive right now. No. If it was me, I wouldn't be babysitting some self-centered jerk who was spouting crap about getting revenge. Hmm. The princess tries to shoulder the burden for everything herself. Toll. She'd feel the same even if you hadn't said it was the Southern Forces' fault. I lost everything I had because of the Northern Forces too, but I didn't try to blame it on someone else like you do. Hmm. It's her own undeniable sense of responsibility that causes her to lead a frontline unit with no regard of the danger. Zephy is desperately trying to end this war, which is why the burden that bears her down is commensurately heavy. She herself was the one who suffered the most over the fact that we couldn't save Highwind Island. Everyone, don't be too hard on Juto. Princess? I failed to save the island. I failed to fulfill my responsibilities as princess. Juto has every right to criticize me harshly. Oh, komm schon. What are you saying? Im Ernst? Der ist ein Weichei, verdammte Scheiße. Er konnte noch nicht mal ein Schwert halten bis zu dem Zeitpunkt, wo er aufkreuzte, Mann. Come, let's go home to Abazet. Jo, sehe ich auch so. What did you think of your first mission? Was it difficult? Nö. Yes. Du bist ein Weichei, im Ernst. For us, this is just another ordinary day. You'll need to get used to it quickly. I understand. I couldn't look at her. I couldn't look Zephy in the eye. I just stared at her back, which seemed so lonely. I was just a kid who was drunk on his own circumstances. Und weil dieser... Ja, noch mal nachrichten. Und weil dieser Part sowieso schon viel zu lang ist, beende ich den jetzt. Also Leute...